Also eigentlich bin ich nicht abergläubisch. Trotzdem habe ich immer meinen Glücksbringer dabei. Ein 10-Cent-Stück aus Italien mit der Venus drauf. Sie ist es, die auf mich aufpasst und mir hilft, auf das Erreichte stolz zu sein. Natürlich sagt mein Verstand, magische Münzen gibt es nicht. Trotzdem glaube ich an meinen Talisman. Warum ist das eigentlich so? Als Psychologiestudentin möchte ich dieser Frage nachgehen. Ayla besucht eine Esoterikmesse und schaut sich dort um. Der ständige Begleiter von Ayla ist die Münze mit der Venus. Andere tragen eine bestimmte Kette oder ein Armband. Steckt dahinter doch etwas Übersinnliches? Der Bedarf an magischen und geheimnisvollen Angeboten ist jedenfalls groß. Alles, was hier präsentiert wird, soll uns Trost, Glück oder Kraft spenden auf unserem Weg durchs Leben. Ob es wirkt, ist schwer nachzuprüfen. Es ist eine Bedingung.